Hallo, in diesem Video möchte ich euch das Prinzip des Einsing-Baukastens erklären. Ich habe euch hier angefangen, verschiedene Videos zu erstellen, in denen ihr Übungen findet, die ihr mitmachen könnt, um euch einzusingen. Damit ihr das so ein bisschen individuell gestalten könnt, habe ich drei Kategorien, und zwar die absoluten Basics, ein Erwärmen, wo wir viel rumspielen, Erfahrungen machen oder spüren, was so passiert und einfach generell das ganze System von Körper, Atmung und Stimme so ein bisschen wach machen und in Schwung bringen. Dann als zweites eine Reihe von Videos, wo ihr funktionale Übungen findet, die wirklich gezielt auf die Register der Stimme zugeschnitten sind, dass ihr auswählt, ob ihr erstens ein Mann oder eine Frau seid und eine Männer- oder eine Frauenstimme habt und dann gezielt die einzelnen Register, die zu bestimmten Muskelsystemen gehören, ansprecht, trainiert und zusammenfügt, damit wir dann eine geschmeidige, schön klingende Singstimme haben, die in der Literatur oder in dem Stück, das ihr singen wollt, gut funktioniert und den Anforderungen nachgibt und mithilft, die zu erfüllen, die ihr dann nachher stilistisch oder vom Ausdruck haben wollt. Zu der Arbeit der funktionalen Stimmbildung werde ich in einem anderen Video noch weitere Sachen erklären und auch den Aufbau vom Kehlkopf euch zeigen. Funktionale Übung. Der dritte Teil ist dann einmal ein kurzes Set mit Übungen, die ihr einfach mitsingen könnt. Das sind dann Übungen mit Text, wo wir auf ganz andere Sachen Wert legen, wie zum Beispiel Artikulation, die Unabhängigkeit der Zunge, Lockerheit von Kiefer, die ganze generelle Zusammenführung von den Sachen, die in dem Singen nachher wichtig sind. Das soll Spaß machen, soll euch aber auch so ein bisschen herausfordern, ein bisschen die Konditionen stärken und einfach zum Mitmachen animieren. Wenn ihr nachher euer eigenes Einsingen zusammenstellen wollt, dann könnt ihr also auswählen aus den drei Kategorien: Erwärmung, funktionale Übungen und Spaßübungen. Die sind jeweils ungefähr 10 Minuten lang, das heißt, ihr habt dann nachher ein Einsingen von ungefähr 30 Minuten und könnt euch damit fit halten stimmlich und Spaß haben hoffentlich. Ich freue mich sehr über Anregungen oder Wünsche, was ihr alles noch so zusätzlich vielleicht erfahren oder mitsingen wollt, und grüße euch ganz herzlich, eure Juliane.